Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, wir sind an einem Gruselhotel hier. Ich danke dir. Na, auch im Namen der Cougars. Und wir haben scheinbar noch nicht mit jedem geredet. Wir sind ja gestorben am Ende der letzten Folge noch. Ich weiß noch, wie Mike mit seiner Karre geprahlt hat. Wahnsinnsteil. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wollte ich sie mir holen und damit jeden Peggy umnieten, der mir vor die Räder kommt. Neues Prepper-Versteck haben wir bekommen. Oh, dann müssen wir doch wahrscheinlich... Entschuldigung, wir müssen wahrscheinlich dann auch nochmal einkaufen. Okay, verkaufen müssen wir nicht unbedingt. Ja, aber einkaufen können wir. Aber auch nicht so viel wie beim letzten Mal. Na, was ist mit dir? Ich dachte, ich hätte keine Chance zu dienen. Unser Handeln ist wichtiger als der Dienst an unserem Land. Wir kämpfen für unsere Familien, unsere Seelen. Mhm. Sniper-Typ ist auch nicht mehr da, okay. Und hier drin Mann, soll's... das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Hier drin soll's irgendwie gruselig sein. Beeindruckende Arbeit da beim Gefängnis. Dank dir halten wir fürs Erste die Stellung. Mhm. Ja, seltsame Musik hört man hier zwar... Hier habe ich mein Zeug in Reparatur gegeben. Jetzt mache ich das selbst. Hört man zwar schon hier, aber... So richtig gruselig ist der Ort jetzt an und für sich nicht, finde ich. Schön ist es hier. Aber die haben, das ist aber schön. Die haben gar keinen Pool, die haben gleich einen schönen See. Also so ein Hotel hat ja auch schon mal so einen Hotelpool oder so. Jetzt ist aber alles. Ich bin froh, dass die da draußen ist und für uns kämpft. Jetzt ist aber alles ruhig hier. Ja, da jetzt alles ruhig ist und wir unsere Munition aufgeladen haben, denke ich, könnten wir doch jetzt mal gucken, was wir als nächstes in Angriff nehmen, oder? Wie steht's eigentlich um dich hier? Faith ist eine meisterhafte Manipulatorin. Sie bringt jeden dazu, den besten Freund zu verraten. Ah, wir haben alles. Dann können wir sie ja austauschen. Mal sehen, wen wir jetzt mitnehmen. Also Mechaniker haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist alles passiert, als wir hier waren, eben repariert. Das Fahrzeug, das du fährst. Sehr schön. Sammler ermöglicht dir, mehr Munition mitzuführen. Ach so? Habe ich jetzt aber gar nicht so richtig gemerkt. Das wäre natürlich schon ganz gut. Dann nehmen wir sie jetzt mal mit. Ach doch, habe ich gemerkt, als wir eingekauft haben, natürlich. Linda Jones kommt zu uns. Oh Linda, wie schön. Und Betty Keaton... Danke, dass ich mit dir kämpfen durfte. Ja, ich bedanke mich auch. Das ging ganz schön schnell mit dir. Jetzt wissen wir ja Bescheid, wie es geht. Ach so, wie viel Munition... Wie geht's, Süße? Wie viel Munition haben wir denn jetzt? Ja, okay, jetzt ist sie weg. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr zu gucken. Das hätten wir mal gucken sollen, als sie noch da war. Ah, alles ist gut. Also die Fundstücke sind doch hier unten. Das heißt, diese Jagdbücher, die können wir doch verkaufen. Da werden uns eben nur die Orte angezeigt und Fundstücke werden hier unten nochmal extra. Okay. Wer hat gerade was gesagt? Ach, da bist du ja. Mit dem Baseballschläger, das gefällt mir. So, verkaufen. Dann haben wir doch die Plätze hier frei. Wer weiß, wann wir demnächst irgendwo hinkommen zum Verkaufen. Aber wir gucken mal. Jagen Wapiti haben wir doch schon öfter gelesen. Die wesentlichen Anforderungen an den Lebensraum von Wapitis: Sicherheit, Witterungsschutz, Nahrung und 3G. Ja.
Haben wir doch noch nicht gelesen. Fishing. Fischen, Angeln. Königslachs nämlich. Königslachse sollten eigentlich aus den Süßwassergebieten ins offene Meer schwimmen. Aber die jüngere Generation heutzutage, sagt, dass ihr die Miete im Ozean einfach zu teuer ist. Ach so, das war jetzt aber schwierig. Scheinbar. Den behalten wir wieder. Danke für deinen Einsatz beim Gefängnis. Sag Bescheid, dann leg ich los. Was kannst du denn eigentlich nochmal? Wir haben dich einfach genommen, weil du da warst. Was kann sie denn? Oh, Nahkampf. Ja, das hätte doch jetzt gepasst hier zum Beispiel. So reinschleichen. Und dann von, naja, egal. Schon okay. Ja, nehmen wir die mit. Na komm, 14 Punkte. Erwerben wir mal diese Gewehrmunitionstasche, ja? Ach so, und das hier oben wollten wir auch haben. Ah, das ist nicht so teuer. Nehmen wir das hier erstmal. Dschungelkönig nämlich. Da kriegen wir weniger Schaden durch Tiere und die Tiere greifen eher die Gegner an. Da bin ich ja mal gespannt. Beutetiere fliehen seltener. Da bin ich ja auch gespannt. Los geht's. Oh, da wird gerade jemand gelyncht. Und tot ist er. Schade. Angeblich kommt man nur zu. Ich gehe da lang. Komm her. Zu spät. Joseph will dich retten. Und so dankst du sie. Ist das Rettung? Auch immer da vorne läuft, die hat ganz schön aufgeräumt hier. Na? Wow. Was war das denn jetzt? Unsere Halluzinationen werden schlimmer, schlimmer, schlimmer werden. Unsere Halluzinationen werden, die werden schlimmer. Ja, das wird eine Narbe geben. Wow. Ach, lieber nicht. Das ist grün, das Fadenkreuz, wenn wir da drauf gucken. Hoffentlich war es das wert. Wie kriegen wir das Auto kaputt? Ach so, irgendwas hinwerfen. Haben wir den Köder etwa da hingeworfen? Aber die Rauchgranate brauchen wir doch auch nicht. Moment. Sowas ist Dynamit. Du solltest dich da nicht verstecken. Ich will da gerade in die Luft sprengen, das Ding. Komm mal her, hier. Zu weit. Ruhe. Das ist unverzeihlich. Was? Moment. Wer hat das gesagt? Warst das du? Hast du was gesagt? Nein? Das ging alles so schnell. Ja, wir machen nochmal gleich. Dann siehst du. In Ruhe.
Ja, liebe Welt da draußen. Wir schauen uns doch dann gerne mal an, was wir als nächstes machen. Ich sehe dich. War ein bisschen zu spät gesehen. Kenne ich aber auch. Hatten wir auch schon oft. Wo sind denn eure guten Fahrzeuge? Ihr habt sowas könnt ihr bauen. Und wieso habt ihr die dann nicht richtig gepanzert? Das da ist getarnt. Stand das vorher auch schon da? Oh. Ja, okay. Wir können ja wenigstens einmal nochmal einkaufen hier. Ach so, wir wollten doch mal gucken, wie sich das mit dem Auto hier verhält. Welches Auto haben wir? Beide zur Auswahl hier scheinbar. Ich seh's. Ich seh's. Nicht abgestürzt? Oh, nee. Sie ist zu weit weg. Oh, niemand wird uns retten. Du könntest auch mal helfen. Ja, also ich mache nichts. Steuerung drücken sollte man, denke ich, aber... Flugzeugen, also das müssen wir noch üben. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Punkt, den man genau treffen muss, damit die runterkommen. Sorgen, wie das ausgehen wird. Erst haben sich die Kellets nicht mehr per Funk gemeldet und jetzt berichten unsere Späher, dass die Sekte alle ihre Rinder abschlachtet. Das sind gute Menschen. Wir müssen sie beschützen. Ja, Rinder, jetzt hört aber mal auf. Jetzt ist aber wirklich... Jetzt lebt man sicherer. Essen will man ja auch, aber... Dank dir fühlt es sich so an, als ob wir das Blatt wenden können. Im Bliss fühlte sich alles so echt an. Ich konnte das Gras riechen, weißt du? Das Zeug ist wirklich beeindruckend. Ja, ich rieche auch ganz gerne das Gras mal. So, verkaufen wir den ganzen Stapel. Munition ist voll? Ah, das habe ich immer noch nicht so richtig raus, wie sich das verhält, wenn wir sterben. Also das Wolfsfell hatten wir dabei. Und die Munition ist aber auch wieder aufgefüllt. Also die füllt sich nicht komplett wieder auf. Vielleicht kriegen wir immer so ein paar Schuss nur dazu. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu! Ja... Es ist schon gruselige Musik hier drin, aber sonst ist doch hier nichts Ungewöhnliches, meine ich. Jagen hat viel vom Hirschejagen. Okay, unsere Linda ist absolut nur
hier mit ihrem Baseballschläger verbunden, ja? Sie nimmt keine andere Waffe. Schlägt immer drauf. Müssen wir eben mal versuchen. Ja, und was? Vielleicht müssen wir in so einer gruseligen Ecke, wo es diese Geräusche gibt, einfach mal stehen bleiben eine ganze Weile. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal hier schön friedlich auf unsere Karte und gucken uns das nächste Ziel aus. Da war doch was mit Flugzeugen. Genau, und das mit dem Auto wollten wir ja noch ausprobieren. Da steht ein Auto. Hier haben wir ein Prepper-Versteck. Ich glaube nicht, dass wir das schon gefunden haben. Anleger. Ein Erntetruck. Ja, aber der fährt da rum. Straßensperre? Aha. Interessant. Ach, hier ist noch so ein Schrein. Ja, Schrein lassen wir mal sein, den Schrein. Wir gucken mal lieber, dass wir den Luftraum irgendwie mal freikriegen. Oder Luftunterstützung, dass wir so etwas... Oh, der Judge Bear. Finde den Aufenthaltsort natürlich des Judge Bären. Ist gar nicht so weit. Beschreibung, ein fehlgeschlagenes Experiment. Der Sekte läuft frei herum. Finde den mit Bliss vollgepumpten Bären und töte ihn. Nein, und töte ihn. Ja gut, nicht töten. Nein, töten nur. Da, freundlicher Luftraum, da haben wir doch was. Begib dich zum Ausguck. Dann können wir von da aus also auch dann den Bären gleich machen. Adelaides, heißgeliebter Helikopter Tulip. Nochmal, wurde gestohlen. Finde ihn und töte alle verräterischen Pilotinnen, mit denen sie einst befreundet war. Ja. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Das heißt, wenn ich so auf die Größe der Folge gucke, wahrscheinlich eher in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und lieben Dank auch für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.